wenn ich das Serverspiel 100 Euro iTunes-Guthaben auflädt. Du auch, Mann. Jetzt mit deinem Pay-to-Win. Server ist echt tot, Mann. Er sagt Scheiß auf das Aufwärts. Der Auspark ist so groß, Mann. Da musst du viel gehen. Fahr rein, Robert. Er verdient echt keine Einladung. Kein Kommentar. Ja, passt schon wieder. Server schneidet jetzt schon. So. Was machst du, wenn du dort eine Einladung bekommst? Wenn ich dort eine Einladung das bekomme. Ist zu weit. Ich gehe da nicht hin. Ich zu hoch. Ich werde da hinstufen. Was geht ab, Leute, Junge? Milchkaffee. Kleine Stärkung, bevor es losgeht. Für Savasch. Menschen hier haben noch nie eine Kamera gesehen. Ihr kennt meinen Channel nicht. Abonniert mich alle. Super. Ihr wisst, Savasch hat heute sein Mute-Rate. In einer Stunde und 15 Minuten. Er ist schon sehr nervös, macht viel Panik, schaut sich die ganze Zeit Videos an. Vielleicht schauen wir uns auch sein Team an, so wie wir es bei Gerhard gemacht haben. So, da vorne ist er schon. Savasch läuft praktisch. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Und natürlich, es wird so schnell dunkel, richtig tot, Mann. Ich hasse das. Und die Arena ist gelb, das ist echt bitter. Wieso gelb? Ja, mei. Ich versuche mit zwei Handys, die ich da habe, ein bisschen Licht zu machen, Taschenlampe an, aber Wetter echt tot. Ich hoffe, man kann überhaupt irgendwas sehen. Dein Team? Mein Team, okay. Nicht lachen. Okay, nicht lachen, Leute. Also ich hab Despotar. Ja, das ist gut. Sherox, klar, Unlicht. Hundemann, ein Dragoran und Relax habe ich hier genommen. Sieht schon solide aus. Geht schon. Ja gut, ich kann auch nicht Max pushen, weil ich ja noch nicht das nötige Level habe, aber ich glaube bei der Anzahl von Spielern, weil wir sind, glaube ich, das zeige ich euch mal. Geht ihr alle zusammen rein oder teilt ihr in Gruppen auf? In Gruppen, weil schau mal, das sind die Roten. Gelb ist auch sehr stark vertreten. Okay, man sieht nichts, aber okay. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gelbe. Auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 6 Blaue. Oh, bei den Blauen wird es knapp, ja. Wenn sie nicht gut genug sind. Gut, da haben wir 1,40er, 2,39er, mal schauen. Ja, doch, geht schon. Und bei uns ist der höchste Ding damit. Murat, ja. Anführer von Schwanthaler Höhe. Kenn ich nicht, aber ist ein sehr netter Typ. Die Geisterarena. Leider sieht man da gar nichts. Schaut, Honks, letztes Video. Wir waren hier, ich, Robert, dort in der Mitte, auch wenn es dunkel war. Man hat echt nichts gesehen, echt schade. Die Taschen. Da sind sogar Leuchten, Beleuchtungen, aber die werden nicht angemacht. Dann wird die Arena bestrahlt sogar, aber leider nichts, Leute. So, wie viel ist es? Wie lange haben wir noch? Eine halbe Stunde haben wir noch, oder? Ja, aber schauen wir mal, ob wir die Arena rot kriegen. Das wäre natürlich richtig nice. Träum nicht so viel, Mann. Egal. Wieso kampflos? Es reicht schon, wenn du Mewtwo fängst, Mann. Weil wenn ich den hab, weil es auch ein guter ist. Na egal, Hauptsache ich habe hier einen Pokédex, das ist das Wichtigste. So, ist alles dunkel hier. Wir sehen nur zwei leuchtende Lichter. Ich hoffe, das reicht. Ich habe hier noch eine Box zum Aufmachen in der Zwischenzeit. Bisschen ablenken, bisschen runterkommen. Oh, Alter. So. Andersrum. Die ist eigentlich schon offen. Pass auf, wenn du die jetzt umdrehst, könnte alles rausfallen. Deswegen pass auf. Und der. Ja, genau. Alter, was hast du dir so schönes mitgebracht? Moment, ich setze mich ins Licht. Lootbox. Shoutout und danke gehen an Get Digital. Link ist unten in der Beschreibung, check die ab. Jeden Monat eine besondere Box mit einem bestimmten Thema. Das ist
Mein Gott, du musst eins nach dem anderen aufmachen, Mann. Ganz langsam. Das ist ein Flyer von epische Get Digital Lootbox. Ja, das ist die Anleitung. Also ein Schal, schauen wir, was da drauf ist. Ich glaube, das ist hier. Das sind die. Was sind denn die Tasten vom Controller, oder? A, B, ja. So, machen wir hier noch ein bisschen besser Licht. Schon geil. Ja, Mann. Nee, Mann. Ist schon kalt geworden, gib mal her. Ja, gleich mal anhauen. So. Haben die runtergefallen? Gute Qualität, 100% Baumwolle. So. Okay, dann haben wir einen. Anziehen. So. Saftig, saftig. Dann haben wir einen Schlüsselanhänger von Fallout 4. Fallout 4, okay. Sagt mir jetzt nichts, ich bin kein Zocker. Ist ein gutes Spiel. Oh, okay. Und dann haben wir ein Kartenspiel von Dragon Age 2. Ein Kartenspiel? Ja, würde ich sagen. Playing Cards. Ein Kartenset, meinst du? Ja. So. Oh. Ich höre eine U. Oh, eine Kette mit einem PlayStation-Controller. Hier sieht man auch das Logo, offiziell lizenziert. Oh, schon geil. Cool. Das ist echt cool, ja. Das ist was für Zocker. Und dann haben wir Get Digital. Triforce oder Tresor. Ja, glaube ich auch. Und ein Bonbon mit Koffein. Oh, das brauchst du jetzt, Mann. Das nehme ich gleich ein. Konzentration. Das ist Would You Like to Save Your Progress? Vom U2 direkt. Ja, das ist ein Ding. Lesezeichen. Kennt man vielleicht noch von den alten Spielen. U2 in der Höhle. Sensgeil gemacht. Und die Avengers als Displayed Posters bei Get Digital. Oida, das ist geil. Oh, da kommt was. Okay, das nicht, das sagt mir nichts. Das sind diese Displays. Ah, okay, eine Tafel mit. Eine Magnettafel. Okay. Mach die jetzt nicht auf. Was ist der Production Poster Number? Ah, ich glaube, die ist sogar limitiert. Und jetzt kommen wir zu dem. Das ist der Escape Game. Ah, okay. Kennst du das? Ja, ja, kenne ich. Ja? Ich kenne es, ja klar, auch in den Büchern. Ja, und natürlich genau. Gibt es in München auch diese Räume, wo du dann... Ja, das gibt's auch, ja. Also das ist so mit einer App. Also einer hat die App an und der andere muss dann hier die Anweisungen durchlesen und dann müssen die zusammenspielen. Ah, das ist so ein Rätselspiel. Ja, genau. Ja, ein bisschen Gehirntraining. Das ist echt geil, ja. Das werde ich demnächst zocken. Mehr dazu auf Instagram oder Facebook. Folgt mir da dann. Also seht ihr das? Nee, ja, Mann, das müssen wir auch mal machen. Oh, Rabbits! Was ist Rabbits? Mann? Ein Comic, oder? Ja. Oh nein. Kein Stress. Zu viele Sachen. Zu viele Sachen in dieser Box. Gönnt euch die. So, lasst es jetzt nicht los. Genau. Und das wird wieder ein Shirt sein. Ja, Shirts sind immer am Start. Schauen wir, welches Motiv. Gamers never die. Stimmt, Mann, ist echt so. They just respawn. Das ist die Witze hier. Ein geiles Shirt. Ich glaube, das war's auch schon. Das war's, ja. Ja, das war's soweit. Coole Sache. Wir schauen jetzt das Gucci rein. Ja, Mann. Gönn dir. Von U2. Mit Koffein. Schmeckt gut. Alles klar. Danke an Get Digital für die Box. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Dann schauen wir mal, wie es mit dem Mewtwo läuft für Savage. Gestärkt ist er. Ich bin bereit. Oh, wie die Musik ist Trainer dort. Trainer Rot. Oh mein Gott, ja, Spukball, passt. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, Savas. Ja! Glückball! Welle? Elf. Oh, ist okay. Elf ist okay, Mann. Ja. Solide.
Oh mein Gott. Ja, first point. Kann nicht sein, dass der Visionär steht. Kann sein, ja, die haben doch das alles geändert. Mit Kyogen und so. Oh mein Gott, Murat hat ihn. Glückwunsch, Murat. Danke. Oh mein Gott. Sag mir, wenn ich übernehmen soll, gell? Ja. Mach, Alter, mach! Oh mein Gott, Server. Ich pack's nicht. Sicher? Ja, ich pack's echt nicht. Oh mein Gott. Ist echt komisch. Oh mein Gott. Schlechter Wurf und er fängt ihn. Das hätte ich auch geschafft. Danke, Hank. Gerne. Jungs, abonniert Tong, er hat mir das Mewtwo gefangen. Oh, nicht mit fabelhaft, das ist Skill. So, das war's. Glückwunsch an Savas für sein Mewtwo. Und danke und Shoutout an Get Digital für die Box. Passt auf, Mewtwo steht jetzt echt viel näher, weil sie die ganzen Größen geändert haben, das mit Kyogre. Und der steht jetzt echt nah, aber zum Glück gefangen. Hauptsache gefangen, egal wie. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.